Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, ein Let's Play mit mir, dem Philipp Drachenberg. Wer hat's gedacht? Ich bin's. Und ich habe mir jetzt gedacht, beziehungsweise habe ich mir bestimmt in der letzten Folge gedacht, wir bringen die hier mal ein bisschen um. Dazu einmal Reduktio. Ich wusste, dass wir das nicht durchziehen können. Es ist einer von euch, hm? Der denkt, clever zu sein und uns alle auszustechen. Ja, das stimmt. Und jetzt sind jetzt geleckt. Stirb, stirb, stirb. Und Batz. Und zack. Batz und... Levioso, komm jetzt. Weißt du was? Stirb! Ich zeig dir, was du... Batz und zack. Jawohl, die ist tot. Perfekt. Hey, geh zurück. Wir kämpfen hier gerade richtig fett. So, mein Freund, jetzt. Gib dir mal einen neuen Zauber aus. Batz. Da kriegst du dann Kopf. Jetzt bist du zu weit gegangen. Levioso. Batz. Hab's kaum gespürt. Incendio. Zack. Selber schuld. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Ja, ich habe das jetzt nicht verstanden, die eine Herausforderung, die ist gerade da. So. Okay, dann haben wir jetzt doch schon mal... Und verzeihe ich 3? Okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal unser Teil dazu beigetragen, jetzt zur Hauptstory-Mission zu wandern. Und... So ist es. So, rest in peace. Okay, hier ist... Ah, hier unten ist noch... Hier unten ist noch mehr. Eine Sekunde um und was passiert? Ein Unglück. Kaum habe ich euch nicht alle... Zack. Sieht interessant. Sind hier noch mehr? Also dieses Zeichen bedeutet übrigens, Rebellion, dass sie in der Nähe Tierwesen sind. Okay, hier ist eine Truhe. Oh, wie süß. Guck mal, das sind diese Hase-ähnliche Tierwesen. Irgendwo sind hier noch Geldsäcke. Genau, hier drüber. So, okay. Ich vermute mal, dass hier noch... Ne, die Tasche habe ich schon mal ausgeraubt. Ah, dann war ich hier sogar schon mal. Batz. Okay, da drüben ist noch mehr Gegner. Ich würde sagen, die nehmen jetzt gerade noch mit. Okay, Mega Power Tank brauchen wir eh keine. Jawohl. Die sahen auch schon mal besser aus. Jawohl, eine duelle Leistung haben wir dafür jetzt auch bekommen. Weil wir die nämlich hier jetzt sehr schön umgebracht habe. So, es sieht so aus, als hätten wir hier noch so mehr Dingsbums. Wollen wir das gleich auch machen? Ich würde sagen, wenn es jetzt schon eh in der Nähe liegt, warum nicht?
Auf geht's. So. Aber danach machen wir die Hauptstory weiter. Okay. Was müssen wir denn jetzt genau machen? Incendio. Okay, das ist schon mal nett. Protego. Eigentlich nicht so wollte ich machen. Dipendo. Nee. Ah, müssen wir die da runterballern? Okay. Irgendwas ist mit den Steinen? Nee, das geht auch nicht. Nee, Sprenge hilft auch nix. Ah, Truffhopse. Ah, das ist ein kleines Jump'n'Run. Okay, er kennt mich vielleicht. Aber das ist nicht unbedingt meine Stärke. Vielleicht fangen wir bei Schwere hier hinten an. Hopp. Hopp. Jawohl. Zack. Okay, Jump'n'Run war auch schon mal nett. Das sind immer unterschiedliche Sachen, die man hier erlebt bei den Prüfungen des Merlin. Wenn ihr noch mehr sehen wollt auf meinem Kanal, könnt ihr jetzt gerne Like und ein Abo dalassen. Aber jetzt machen wir erst einmal weiter mit der Hauptstory. Revelio. Aber hier unten ist Gold. Wirke ein Objekt mit dem Puls auf einen anderen Gegner. Jetzt werfe ich euch erst einmal. Bugs. Und. Hey, jetzt habe ich mich aus Versehen verdrückt. Batz. Zack. Okay, wir haben jetzt hier ein anderes Objekt, den ich aufschließen kann. Ah, wir haben es schon geschafft. Jawohl, dich habe ich jetzt auch weggeballert. Ja. Du hast gen. Das ist Idioto. Hol mich jemand hier! Incendio! Nein. Niemals. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Genau. Revelio. Okay, das habe ich auch schon hier geplündert. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Professor Fig, bevor ich noch mehr Sache finde, die unsere Folge verbrutal an. So. Okay. Ja, aber beim Turm war ich sogar schon mal. So, komm mal her, Mikrofon, damit ich mich ein bisschen zurücklehnen kann. Aber bei dem Turm war ich schon. Weil ich ja hier ein bisschen erkundet habe. So, hier noch ein bisschen Mondstein. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, wir laufen einfach mal hier nach oben. Genau. Weil hier konnte ich noch nicht hin zu diesem Ding. Weil da war irgendwie so Schutzzauber oder so. Oder ich hab's einfach nur nicht gecheckt. Das könnte natürlich auch sein. Gut. Dann, wollen wir den guten Professor gar nicht länger warten lassen und let's go! Hier drüben. Ach nee. Ja, ich muss jetzt hier die ganze Zeit sitzen und warte, bis sie hierher komme. Das gibt nachher noch Stress, guter Herr. So. Auf jeden Fall hätte ich jetzt hier wieder eine Brille. Aber ich bin natürlich hierfür.
Dann haben wir hier noch eine neue Halsbedeckung, die keiner braucht. Okay. Neues Hemd, das man leider nicht sieht. Und ein außergewöhnlicher Umhang. Ja, das sieht irgendwie blöd aus. Weil mir drunter sieht man meinen schicker Pulli nicht. Aber ja, ist egal. Dafür haben wir hier über 1100 Gesundheit und über 192 Verteidigung und Offensive 139. Arme Biese kann ich noch nicht verbessern. Und ich will jetzt endlich mal mein Hippogreif fliegen können. So. Okay, haben wir noch irgendwas Cooles bekommen? Proteko-Schild. Ich weiß nicht, wie man diese ganze Sache da einsammelt, aber das erfahren wir bestimmt demnächst auch. Genau. So. Haben wir noch irgendwas Neues? Nö. Dann würde ich jetzt sagen, fahren wir fort. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt angucken. Das mache ich einfach später ohne euch. So. Ah. Sammlung aktualisiert. Inventarplätze freigeschaltet. 4. Okay, das freut mich. Ich habe immer mehr Möglichkeiten, Sachen zu sammeln. Also gut, Professor. Ah ja, will ich nicht vorher noch vielleicht nach der Pflanze gucken? Genau, ich gucke kurz nach der Pflanze und dann sehen wir uns hier, weil wir haben ja hier wieder diesen schönen Portpunkt mit dem Flohnetzwerk. So, dann sprechen wir doch mal mit dem Professor Fick. Ich habe jetzt übrigens die Maximalanzahl an Alraune bekommen. Ja, und Maxima-Tränke habe ich auch, glaube ich, maximal. Ja, Edurus-Tränke, da habe ich nicht mehr genug Aschwinderinne-Eier und so. Aber sonst sind wir eigentlich ganz gut bedient mit unserer Sache. Und ich habe übrigens unsere Sache, die nicht gut genug sind, noch in Hogsmeade verkauft. Wir sind nicht allein? Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Die habe ich doch können schon wir an vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Genau. Mich erkennen sie ja sowieso noch nicht gleich. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Ah, der erklärt uns jetzt zum ersten Mal, wie man das richtig macht. Hey, ich will die aber umbringen. Ja. Revelio. Ach, hier ist unser Türmchen. Der Turm. Beeilung. Ah, endlich können wir das machen. Jetzt kann ich die endlich unbemerkt ausschalten. Oder wir stürmen eben einfach in ihre Mitte. Protego. Hey, ich hab gedacht, ich hab das jetzt gecheckt. Bats. Halt, Moment. Ich will das jetzt nochmal probieren. Was müssen wir machen, damit wir Stupor machen können? Ich meine, Pontificus Totalus machen kann. Schützt da drüber, Hops, oder müssen wir jetzt... Okay. Mann, ich hasse diesen Timer. Also das ist was, was die auch weglassen hätte können. Zack, perfekt. So, ändern wir unser Deck wieder zu unserem Killer-Deck.
kommt Ringo. Ah, jetzt haben wir die Axt. Defindo. Was? Helium, Protego. Kommt Ringo. Jawohl, perfekt. Noch 3 Kobolde müssen wir vernichten. Aber ich habe die Geheimmission jetzt wieder verkackt. Ah, hier ist eine geheime Notiz. Befehle. Direkt von Renrock. Durchsuche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Renrock. So, ich hoffe, ich habe jetzt böse genug geklungen. Oh, ich glaube, jetzt gibt's ein... Du wirst bluten. Schmecke Koboldsilber. Halt, ich brauche Incendio jetzt. Incendio. Was war? Mann, ich komme die ganze Zeit auf blöde Traste. Viele Kobolde waren schon immer feindselig gegen Revelio. Ah, ich habe eine Herausforderung bestanden. Vielleicht noch eine Truhe. Okay, sieht gut aus. Dann wollen wir doch gleich mal gucken, was ich hier Mattes freigeschaltet habe. Hier sind übrigens dann nachher noch ein paar coole Missionen. Genau, Kampf. Oh, und der Kobolde wahrscheinlich. Und hier haben wir wahrscheinlich die Notiz. Okay. Sammlungen wollen wir jetzt nicht. Okay. Herber beginnt es mit Petrificus Totalus. Ah ja, endlich. Mal wieder was Neues, Gutes. So. Wie kriegen wir da so ein Ding rein? So eine Eigenschaft? Keine Ahnung. Ah ja, ich habe vorher noch das eine undefinierte Ding, habe ich auch undefinierte Raum der Wünsche. Aber es das kann war kein eigentlich Zufall sein, dass wir hier auf Renrocks Anhänger gestoßen sind. Aber das war nicht besonders gut, also das war jetzt nur irgend so komisches Gewand, also unnötiges Gewand. Bis ich es ja hier richtig gut gehen lasse, die Kobold-Heinz-Köpfe. So, aber mehr Truhe habe ich sie leider jetzt nicht mehr hier gelassen. Das dürfte der Eingang sein. Okay, wie kommen wir da rein? Sie ist verschlossen. Hey, Alohomora? Und mir könnte das später nicht und müsste das so kompliziert machen? Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Okay, das würde ich gern machen. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Ja, da hast du allerdings recht. Revelio. Okay, wir haben jetzt hier so leichte Frame-Einbrüche. Komisch, aber ja. Ah, hier haben wir neue Säckle. Blaue Lederhandschuhe. Hier haben wir noch einen Schluck zum Trinken. Vor allem frage ich mich, wie ich gerade durch meine Maske durchtrinke. Tja, gut. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Zack. Revelio. Und die Belohnungen hier sind nicht schlecht, muss ich sagen. Willkommen in Sandakars Turm. Wer hat das jetzt gesagt? Ach du!
Ich will das jetzt können, Mensch. Hallo, Professor. Sagten Sie Sen Bakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Welches Bild? Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Dankeschön. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Okay. Okay. Ich will auch mich reparieren können. Ich kann ein ja Speicher alter Magie. Ich kann ja nur und das hier machen. In der Nähe des Eingangs. Na dann, lass uns mal hineingucken. Let's go, auf zu deinen Prüfungen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Okay, Prüfung heißt ja immer, dass es nicht unbedingt leicht wird. Okay. Hier haben wir nochmal so eine Tür. Ja, was wäre jetzt, wenn ich die nicht öffnen könnte, weil ich kein Albohumora kann? Aber kann ich trotzdem. Jetzt wäre hier der perfekte Moment für Werbung. Abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr wollt. Und sonstige Sache von mir. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Revelio. Das sieht cool aus. Ah ja, ihr könnt auch mein Instagram natürlich gern abonnieren. Mein Insta ist verlinkt in der Kanalbeschreibung. Das wollte ich sagen. Confringo! Defindo! Was? Confringo! Defindo! Confringo! Defindo! Okay, die spawnen einfach alle wieder. Gut, dann war das jetzt wieder mal hier ein bisschen unnötig. Ich denke mal, wenn wir jetzt nach vorne gehen, wird er uns sagen, dass wir ja runter müssen, damit wir die Brücke aktivieren können. Ja. Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Ja, das Einzige, was passiert ist, dass da jetzt eine Brücke mit so einem Portalkleber ist. Jetzt habe ich schon gedacht, wir müssen so Schieberätsel machen, dass man die so in die Mitte schießt und dann geht's erst weiter. Okay, die bringen uns leider nur Geld. Ich hätte gerne jetzt eine coolere Ausrüstung, wobei unsere Ausrüstung ist schon nicht schlecht, aber ein bisschen mehr Angriffskraft wäre auch nicht schlecht. So. Ah, okay. Habe schon Sorge gemacht, dass wir runterfallen. Okay, so wie es aussieht, bestehen unsere Prüfungen gleich aus Kämpfe. Revelio. Mhm. Hier ist noch eine Truhe. Jawohl. Perfekt. Passend zu unseren Kämpfe bekommen wir nochmal bessere Handschuhe. 50, 51. Die sehen zwar jetzt ein bisschen bedepperter aus, aber Platzhalter Stufe 2. Ich weiß leider nicht, wie man das macht. Deswegen
behalten wir jetzt einfach mal die hier. Ja, mehr wir sogar ein paar mehrere Sachen, die legendär sind. Ja, die wäre dann einfach später. Die verkaufe ich dann im Off. So. Revelio. Okay. Dann starten wir doch mal die Prüfungen. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. War noch eine Truhe, die ich nicht gesehen habe, weil ich ein Blindfisch bin. Aber schon sieht so aus, als hätten wir alle Truhe. Okay, dann. Ah. Sieht fast aus wie Denkarium. Ja, das sind überall hier. Okay. Revelio. Okay, ich vermute mal stark. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Genau. Zack. Aber alte Magie ist natürlich hier. Batz. Okay, Defindo und Expulsor sind gut gegen die Statue. Was haben die Hüter mit mir vor? Soll ich hier schon überhaupt lang? Mir egal, ich gehe da jetzt lang. Ah, perfekt. Umschau hilft immer weiter. Okay. Ist auf der anderen Seite noch sowas Cooles? Hier ist noch sowas. Ah, ist wieder die. Kommt mir bekannt vor. Okay, ja, aber ich will erst schon nach unten. Okay. Okay, ja, ich glaube aber, dass wenn wir das jetzt so machen, dass es uns kein Stück weiter bringt. Ja, eigentlich wollte ich Akio. Akio! Wingardium Leviosa! Nee, warte, das geht so nicht. Tam. So, jetzt einmal Akio. Akio! Hatte ich das letzte Mal Akio benutzt? Ah, wir gehen zuerst auf die andere Seite, da steht nämlich noch eine Truhe. Reparo. Nix, Reparo. Drei Akio. Wollte ich. Wie kommen wir jetzt am besten? Ja, Philipp, hör auf damit. Diese Plattform sieht aus, als würde sie mich ans Ziel bringen. Ja, ist schon gut, aber ich würde die gern steuern. So, meint ihr, ich komme jetzt da hoch? Das sehe ich jetzt eher ein bisschen kritisch. Ich glaube, zu der Truhe kommen wir nicht so einfach, weil man ja hier kein Besen benutzen kann, weil man nämlich dann von Spielen, die ich einen. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Ja, ist ja gut, Philipp. Aber ich würde sagen, die Mission ist dann eine für die nächste Folge. Da machen wir dann mit der Prüfung des Merlin weiter. Und deswegen vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, die war euch nicht zu kurz. Und bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Folgt meiner Instagram-Seite und meinem YouTube-Kanal. Ciao. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie.